Punktrechnung, Vorstrichrechnung. Sage ich doch. Wir wiederholen mal den Stoff der 7. Klasse in Mathe. Wir geben nochmal richtig Gas. Zuordnungen. Zuordnen heißt Proportionen. Pro, für und eine Portion ist eine Größe. Also Beispiel, wenn ich etwas von beiden Seiten mache, dann passen die zusammen. Das würde so gehen, wenn ich sage, je weiter ich von einer Linie, von einer gedachten Linie in die Richtung gehe, umso weiter gehe ich auch in die und so und so und so. Das passt alles. Aber wir wollen es uns ja mathematisch klar machen. Beispiel, und das schreiben wir gleich in Profi-Schreibweise als Verhältnisgleichung auf. Das heißt also, wenn 5 Kilogramm Zucker, sagen wir mal 4,50 Euro kosten, dann fragen wir uns, wenn wir, ich mache es mal ganz rund, 13,50 Euro zur Verfügung haben, wie viel kriegen wir dann für unsere 13,50 Euro? So wie hier, wie sich das eine, dieses, zu dem verhält, ist es genauso auf der Seite. Wir sagen, diese 5 Kilo verhalten sich zu ihrem Preis 4,50 Euro genauso wie, und jetzt in Rot, das, was wir noch nicht wissen, zu unseren 13,50 Euro. Das ist das Ganze, was dahinter steckt. Das geht aber nur bei direkter Proportionalität. Das heißt also, je mehr, umso mehr. Das Gegenteil müssen wir anders aufschreiben. Gut, und jetzt sind wir beim Gleichunglösen. Ich mache mal Pause. Löst mal ganz schnell die Gleichung auf, was dabei rauskommt. Mit Kürzen und allem drum dran. So, also in so einem Fall ist das leicht. Wir fragen uns beim Gleichunglösen, x soll ja alleine stehen, was stört? Es stört durch 13,5 Euro. Also machen wir das Gegenteil, mal 13,5 Euro. Auf beiden Seiten heißt das, hier kürzt sich auf der rechten sowieso weg. Und auf der linken bleibt natürlich die 13,50 Euro als Produkt mit den 5 Kilo stehen. So, jetzt wird gekürzt. Ich mache es mal in anderer Farbe, damit es auffällt. Euro durch Euro ist 1, Euro durch Euro ist 1. Hier unten bleibt eine 1 und nur noch eine Zahl. Und jetzt gucken wir mal. Man kann sich hier rantasten, dass man sagt, das muss durch 5 teilbar sein. Wenn man es nicht sieht, dass es auch durch 4,5 teilbar ist. Wir können uns mal rankürzen, wenn wir es wirklich nicht wissen sollten. Teilen wir etwas durch 5, dann sagen wir mal 2 durch 10, mal 2, das wäre 9, durch 10 ist 0,9. Und hier mal 2, das wären 27, also 2,7. So, ach, durch 9 wird es wahrscheinlich auch teilbar sein, also gleich durch 0,9. Man kann hier das Komma nach rechts schieben, um einen Punkt, also heißt die Aufgabe 27 durch 9. Jetzt wird gekürzt, durch 9 ist 1, durch 9 ist 3. Jetzt haben wir nichts weiter. Ich mache das mal farblich, Gesundheit, farblich sicher. Die 3 bleibt, die 1 ist noch geblieben, die 5 Kilogramm sind geblieben und hier unten sind 2 Einsen geblieben. Ich mache es extra mal so ausführlich, falls irgendjemand das nicht mehr wissen sollte. Und jetzt schreiben wir den ganzen Kram sauber ab, der hier übrig bleibt. 5 Kilo mal 3 sind 15 Kilogramm. Mal 1, das kann ich mir schenken. Und durch 1 und nochmal durch 1, das bleibt also, wir sind fertig. 15 Kilogramm erhalten wir dann Zucker für 13,50 Euro. Das wäre eine typische Aufgabe für direkte Proportionalität. Direkte Proportionalität nochmal grafisch dargestellt, kann ich auch so machen, wenn ich sage, hier habe ich meinen Preis in Euro, Preis in eckigen Klammern in Euro und hier habe ich die Menge in Kilogramm. Ich könnte auch Masse sagen, in diesem Fall sage ich einfach mal Menge dazu und ich habe dann hier entsprechende Einteilungen. Was hatten wir gesagt? 13,50 Euro. Ja, gehen wir mal bis 13,50 Euro. Da hätten wir hier 5, hier 10, 5, hier 10. Dann kann ich hier direkt die Punkte machen. Unser Ausgangspreis war 4,50 Euro und 5 Kilogramm. 5 Kilogramm und 4,50 Euro, mal ein bisschen farblicher, entstünde dieser Punkt. Und wir hatten gesagt 13,50 Euro bei 15 Kilogramm, dann landen wir hier ungefähr. Und diese könnte man dann entsprechend verbinden. Es ergibt sich eine direkte Gerade. Das ist das Kennzeichen der direkten, also der echten Proportionalität. Jetzt gibt es aber auch das Prinzip, je mehr, desto weniger.
Ich mache mal eine Pause und mal schnell mal auf, wie das aussieht. Kurz mal dargestellt, ohne weitere Dimensionen, das heißt, ohne dass ich sage, was es jetzt genau sein muss. Es könnte zum Beispiel sein, je mehr Zeit ich verbrauche, umso ja, mehr bin ich davongekommen. Das geht nicht. Je mehr, umso mehr. Man muss sich immer den Satz klar machen. Aber je höher meine, also je mehr meine Geschwindigkeit beträgt, umso weniger Zeit brauche ich. Das wäre ein typischer Fall, wo man sagt, das ist indirekte Proportionalität. Die müssen wir dann so aufschreiben. Beispielsweise, wir fliegen in Urlaub mit 800 Kilometer pro Stunde und wir fliegen dafür 3 Stunden und wir wollen wissen, was ist, wenn der Pilot vorne richtig Gas gibt und wir fliegen mit 1000 Kilometer pro Stunde und wollen dann wissen, wie groß ist die Zeit T. Man kann X schreiben, man kann auch in diesem Fall mal T schreiben. Jetzt sehen wir ganz schon, das ist nicht, hier sagt man Quotientengleichheit, hier kommt immer der gleiche Quotient raus und hier sagt man Produktgleichheit, denn auf beiden Seiten muss das gleiche Produkt sein. Auch die Formel kann man entsprechend umstellen, das machen wir jetzt mal nicht, das lohnt sich nicht. Wir gucken aber mal, was man hätte machen können. Schauen wir mal, hier steht die Stunde über dem Bruchstrich, das heißt, die können wir schon mal rauskürzen. Dann wird es leichter. Hier kann man noch nichts machen. Und wir können auch schon mal 800 mal 3, wir können das als in der nächsten Zeile 2400 Kilometer zusammenfassen. Und das ist eine reine mathematische Geschichte. Und jetzt müssen wir überlegen, was hätte man denn hier tun müssen mit Regiestrich? Hier muss ich sagen, es stört 1000 Kilometer und durch Stunden stört auch. Also machen wir doch gleich das Gegenteil. Jetzt ist mir das allerdings ein bisschen verrutscht. Kleinen Moment. Ich habe das mal rübergeschoben, damit ich Platz habe für den Regiestrich. Jetzt gleich mal eine neue Technik. Was heißt neu? Wir kennen die Technik schon. Wie kann man auf einen Schlag diesen ganzen Ärger hier loswerden? Wir sagen durch Stunden, sagen wir okay, mal Stunden. Durch 1000 und durch Kilometer, durch 1000 Kilometer. Und schon haben wir in diesem Fall uns einen Haufen Schreiberei gespart. Und das Ganze kann man jetzt auf der nächsten Zeile dann machen. Also steht dann mal Stunden durch 1000 Kilometer hier unten drunter. Und hier bleibt bloß noch unser T übrig. Jetzt kommt die Kürzerei wieder. Kilometer kürzen sich raus. Sehr schön. Wir wollen nämlich Stunden haben. Ich kann schon mal durch 100 teilen, das mache ich, indem ich Nullen wegstreiche. Und 24 durch 10 ist 2,4, also sind wir mit dem ganzen Kram schon fertig. 2,4 Stunden ist T. Das waren die beiden grundsätzlichen Dinge. Wenn man das hier mal auf unseren, wenn wir das mal auf unserem Diagramm mal klar machen, dann kann man sich schon vorstellen, je größer die Geschwindigkeit, umso weniger Zeit brauche ich. Wie sieht das aus? Was muss ich machen? Ich bezeichne mal die Achsen. Wenn ich hier die Geschwindigkeit V eintrage, dann kann ich sagen, je mehr ich Geschwindigkeit ans Brett lege, umso weniger wird die Zeit werden. Das würde funktionieren. Jetzt sieht man das aber nicht so schön. Also hier ist dann T und hier ist V. Jetzt lässt sich das aber nicht so schön einmalen. Wir würden wahrscheinlich hier in diesem Bereich landen. Aber können wir ja mal so andeuten. Ich mache es mal jetzt in Rot, damit wir in diesem ganzen Ärger, in Grün, damit wir in diesem ganzen Ärger besser hinkommen. Wenn das noch 3 Stunden, das sind 800 Kilometer pro Stunde, und das waren 3 Stunden, dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt hier weiter nach rechts gehe, wandere ich mit meinem Punkt hier auf der Kurve etwas weiter nach unten. Wenn hier also die 1000 sind, wird meine Zeit kleiner werden und dann sieht man, das geht nicht bergauf und schon gar nicht gerade, sondern in diesem Fall so. Das Beispiel möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich mache jetzt erstmal für Fragen nochmal eine Pause. Ja, wir haben uns eben nochmal drüber unterhalten. Ich habe nochmal schnell gefragt. Das ist eine gerade Kurve, also ein Spezialfall einer Kurve. Die hat eben keine Krümmung, das ist eine gerade bei der direkten Proportionalität. Und hier ist es eine Hyperbel. War nicht weiter schlimm. Ich höre mit dem Video mal auf und wir machen an einer anderen Stelle dann weiter.